Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, die Lage ist im Süden gut, im Norden ein bisschen schwierig. Hier im Süden, denke ich, gewinnen wir die Schlacht um Tarakina. Wir geben hier nochmal nach dem Reload hier die Befehle. Und im Norden haben wir uns zurückgezogen und warten, bis die Armee kommt und warten vor allem, bis unsere Speerleute hier auch wieder da sind. Und was ich aber inzwischen tun kann, wir haben ja ein deutliches Plus, ein hohes Einkommen. Wir haben ja hier in Carsioli Ställe gebaut und es ist der Moment, wo wir mal Kavallerie bauen können. Die kosten 75 pro Woche, aber sind als Ergänzung im Kampf, also mit einem extrem hohen Charge-Angriff, glaube ich, ganz hilfreich. Und vielleicht können die uns hier im Norden noch gute Dienste erweisen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das wird hier eine unangenehme Kiste, behaupte ich mal. Oh nein, jetzt kommt auch noch Banditen. Wo sind die denn bitte jetzt? Da. Okay, das ist aber jetzt nicht so dramatisch, weil die kommen hier nicht rüber. Hier kommen sie rüber, aber das stört uns, glaube ich, eher wenig. Das ist nicht unser Problem. Gut, okay, da oben ziehen wir uns, wie gesagt, zurück. Hier kämpfen wir noch. Und ich hoffe, wir siegen. Dann haben wir nämlich hier die nächste Stadt der Volsker wirklich in Reichweite. Ja, das haben wir geschafft. Sehr gut. Die werden wir uns schnappen. Hier haben wir die Möglichkeit, gleich wieder unsere Erfahrung einzusetzen. Und wir greifen dann erstmal hier von Ferne noch weiter an. Okay. Gut, das wird vermutlich laufen. Und hier ist aber die Frage, wie wird das hier laufen? So, wir sind ein bisschen auf dem Rückzug. Mhm. Und warten sehnsüchtig auf diese Speerleute. Vielleicht ziehen wir uns sogar noch weiter zurück. Einfach um die Zeit zu gewinnen. Hier haben wir auch schön Platz. Das gefällt mir immer ganz gut. Wollen die uns hier flankieren? Oha, die sind natürlich schneller. Das ist so eine Sache mit dem Rückzug. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das könnte jetzt unangenehm werden. Dann lasst uns drehen. Lasst uns drehen und kämpfen. Das wird jetzt ein heikler. Eine heikle Geschichte. So, da müssen wir hinten hier helfen. Die chargen schon. Gehen wir mal so rein. Und mit denen versuchen wir trotzdem hier eine Flankierung hinzukriegen. Eieieiei. So, dreht euch um, Leute, und auf sie mit Gebrüll. So, jetzt kommen leider die volskischen Hopliten. Und das ist unangenehm. Das ist unangenehm. So, und unsere Speerkämpfer kommen hier rein. Toh, die greifen uns hier von hinten an, aber das ist gut. Das verhindern wir jetzt mit unseren Speerleuten. Uiuiuiui, und jetzt, das sind nochmal Hopliten. Ach du Schreck, zweimal Hopliten, das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh Gott, ob das zu schaffen ist, ob das zu schaffen ist. Was macht hier unsere Reiterei? Die ist immerhin schon bei 11. Wir können sie schon mal ein bisschen rausnehmen. Ich weiß nicht, ob die das bringt. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich meine, hier haben wir auch noch ein paar Speerleute, aber uiuiui. Kritisch sieht das aus, muss ich mal sagen. Okay, und hier unten, da kommen doch die Räuber. Ich fasse es nicht. Wie sind die denn hier? Ist, ach, das ist auch... Ah, verdammt, ich habe vergessen, hier unten ist die Furt. Oh Gott. Aber vielleicht gehen die Räuber ja gegen die... gegen die Fulski vor. Das wäre doch eine feine Sache eigentlich. Vielleicht sollten wir mal sicherheitshalber mit unseren Fernkämpfern hier ein bisschen in die Distanz gehen. Und mit den Speerleuten auch. Einfach um zu schauen, wohin sich jetzt die Räuber orientieren. Ja, die greifen tatsächlich jetzt die Volsker an. Das ist ja großartig. Dann würde ich mich fast hier in dieses Camp zurückziehen und beobachten, wie jetzt die Räuber und die Volsker
miteinander kämpfen. Versuchen wir das mal. Jetzt haben wir erstmal XP gewonnen. Okay. Nur unsere Hopliten, die haben hier einen schweren Stand gegen zwei andere Hopliteneinheiten. Während hier hinter die... Ich frage mich, was machen die Raider? Gehen die vor? Können wir uns vielleicht jetzt auch noch zurückziehen? Ich weiß es nicht. Greifen wir jetzt hier mit Fernkampfwaffen an? Oh, ich sehe gerade, wir haben 200. Wir haben 200 Holz. Wir könnten hier direkt Mauern hochziehen. Ich glaube, das machen wir mal. Die sind dann, glaube ich, sofort da. Und in dem Punkt, in dem Fall, hätten wir dann auch Verteidigung. Ja, die kämpfen gegen die Raider. Das ist gut. Wir ziehen uns hier auch in das Fort zurück. Ich hoffe, das geht. Los, kommt. Baut die Mauer, baut die Mauer, baut die Mauer. Und bemannt die Mauer. Ja, tatsächlich. Es funktioniert. Wir sollten jetzt eigentlich angreifen können. Jawohl. Okay, tatsächlich. Die Raider gehen jetzt gegen die Volsker vor. Das ist ja eine... die kommen ja wie gerufen. So, hier unten habe ich nicht aufgepasst. Wir hätten hier schon längst die Stadt belagern können. Das ist schade. Die hauen hier ab. Da gehen wir nochmal schnell hinterher. Hatten wir nicht noch eine Einheit? Wo sind die hin? Sind die etwa aufgerieben worden? Ah, da wäre mehr Feintuning nötig gewesen. Aber ich denke, wir schaffen das auch so. Mit den Hopliten. Okay. Gut. Das funktioniert hier. Hier gehen wir mal vorsichtig weiter. Und hier können wir eigentlich die Brücke bauen. Oder wir warten mal ab, ehe dieser Kampf vorbei ist. Wer weiß, vielleicht verlieren wir das noch. So, unsere Hopliten, die kommen hier nicht raus aus dem Kampf. Das ist so ein bisschen das Problem. Was macht unsere Kavallerie, unsere neu gebaute? Wo ist die? Die ist die inzwischen vollzählig. Ist sie. Sehr schön. Was kann man eigentlich mit der machen? Man kann Skirmish oder Battleline. Gut, dann lassen wir sie erstmal da in Skirmish-Modus heranreiten. Und dann gucken wir mal, inwieweit wir da möglicherweise eingreifen können. Und hier kommen tatsächlich die Raider von der Seite und flankieren jetzt die Volsker. Allerdings uns auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wen die jetzt angreifen. Oh nein, die greifen jetzt uns auch an. Ist das bitter. Ich möchte da raus. Ich will hier in unser Fort rein. Das geht aber nicht. Ein Drei-Fronten-Kampf. Ein Drei-Parteien-Kampf. Es ist krass. So. Ja, auf jeden Fall. Unsere Hopliten werden ziemlich aufgerieben. Das ist, glaube ich, schwer zu verhindern. Sie haben auch schon geringe Moral. Sie verlieren Moral. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Was können wir da tun? Hier haben wir leider überhaupt keine Rekruten. Hier können wir keinen Nachschub produzieren. Und was ist hier los? Wo sind unsere Hopliten hier? Die sind hier... Ah, die sind hier auch in Kämpfe verwickelt. Die wehren sich hier auch vehement. Nochmal Speerleute sind dazugekommen. Okay, dann helfen wir hier nochmal mit den Levis. Man muss echt überall sein. Man darf hier nicht... Und da, man kann eigentlich nur immer pausieren, hier pausieren, da pausieren, hinspringen und so weiter. Es ist wirklich krass. Okay. Gut. Hier haben wir noch Sklaven, die wir verteilen können. Die schicken wir dann auch hier hin. Und hier ist ja auch noch eine Einheit Speerleute. Die haben Probleme mit der Rekrutierung, aber die schicken wir jetzt hier auch hin. Hier unten wird es sehr, sehr knapp und eng. Da brauchen wir jede Hilfe. Und ich guck mal, können wir hier schon Geiseln produzieren? Nee, 8 von 90 genügt noch nicht. Puh, Leute, Leute, Leute. Bleiben wir mal kurz hier unten. Ich hoffe, das schaffen wir. Ja, jetzt kommen natürlich wieder Salven aus der Stadt, die uns wehtun. Okay, springen wir mal wieder hier nach vorne
Okay, und wir sind hier aufgerieben worden. Jetzt müssen wir leider diesem Kampf hier zuschauen. Hopliten gegen Raider. Und ich befürchte, dass unsere Kavallerie hier jetzt auch nicht mehr viel anrichten wird. Ich glaube, die ziehen wir mal sicherheitshalber zurück in die Stadt. Die bringen jetzt hier auch nichts. Unser Lager wird ein bisschen Stress machen. Unser Fort hier. Aber das werden natürlich die Volsker gewinnen. Wobei hier schon den ersten Moralmalus gibt es hier schon. Ah, wir haben echt Glück. Wir haben Glück im Unglück. Muss man einfach mal sagen. So, und hier kommen, das ist ja gefundenes Fressen, hier kommen die volskischen Levis. Und mit denen können wir natürlich perfekt mit unserer Reiterei jetzt hier agieren. Wobei wir jetzt mal auf Battleline umschalten und jetzt angreifen. Okay. Kurz mal der Blick nach unten. Wie sieht es hier aus? Oha, hier sind wir auch schon ziemlich angeschlagen. Der Gegner aber mehr. Aber ich befürchte, es könnte knapp werden, was die Belagerung der Stadt betrifft. Wir haben ja immer das gegnerische Feuer, das wir nicht unterschätzen sollten. So, die Speerleute haben wir auf jeden Fall bekämpft. Hier bilden sich natürlich sofort neue, aber irgendwann muss doch der Nachschub auch erschöpft sein. Und wir können uns jetzt hier mal den Charge unserer Reiterei anschauen, wie die hier in die Levitz reingeht. Oh, wunderbar, herrlich. Das war's schon. Ein Charge und die sind hin. Ich befürchte bloß, dass das gegen die Hopliten nicht so einfach geht. Es sind jetzt nur noch eine Truppe Hopliten von den Volskern da. Das wird interessant, das wird interessant. Und wir schauen zu. Oh, aber hier kommt Verstärkung, sehe ich gerade. Ah, verdammte Axt. Hier kommt Verstärkung. Uiuiui, der Kampf gegen die Volsker wird härter, als ich es ein bisschen gedacht hatte, muss ich zugeben. So, Leute, macht ihr bitte mal Fernkampf? Ja, ihr macht es. Okay, der Sieg ist unser und jetzt setzen wir nochmal die Belagerung fort. Vielleicht schaffen wir es ja. Zusammen mit den Speerleuten, die hier noch dazukommen. Und mit denen, ja, die werden da reinfliehen, ne? Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Wie weit sind wir hier? Ah, das dauert noch, die Belagerung dauert noch. Dann feuert mal auf die Verteidiger. Gut, aber zumindest haben wir die Situation hier unten unter Kontrolle. Und jetzt ist die Frage, was hier oben passiert. Unser Lager ist noch gut besetzt. Das Problem ist, dass hier sind unsere Hopliten und die werden natürlich ewig nicht. Ach, können wir hier vielleicht. Wir haben auf Wachstum. Ach, wir müssten eigentlich mal so ein Recruitment Stance haben, dass wir eine höhere Rekrutierungsrate haben. In einer Stadt, glaube ich, lohnt sich das. Das wäre, glaube ich, mal ganz hilfreich. Oder wir könnten auch die Speerleute hier auflösen. Die ziehen nämlich gerade unsere Rekruten ab. Das ist auch unschön. Na gut. So, was machen wir mit unserer Reiterei? Ich denke, wir warten hier auch ab. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu heikel, mit den Reitern reinzugehen in so eine Hoplitenformation aus anderen Spielen kennt man das üblicherweise, dass das eine schlechte Idee ist, frontal da reinzureiten. Aber der Kampf ist hier nett, muss ich mal sagen. Also die beschädigen sich selber gegenseitig. Jetzt werden die Volsker gewinnen. Wir könnten aber mit der Reiterei Folgendes tun. Wir könnten hier in den Süden reiten und in den Rücken der Volsker fallen. Genau, und das ist vielleicht eine Idee. Das wäre eine Idee. Während sie noch gegen die Raider kämpfen. Vielleicht schaffen wir das. Und von der anderen Seite kommen unsere. Ah, jetzt ist es vielleicht zu spät. Es ist möglicherweise schon zu spät. Ja. Sie haben gewonnen gegen die Raider. Ich weiß nicht. Wollen wir es mal riskieren? Ich bin ein bisschen ängstlich. Jetzt hier mit der Reiterei rein zu chargen. Wir machen es trotzdem. Wir machen, oh nein, was? Wir machen das anders. Wir verwickeln sie mit den Speerleuten in einen Kampf. Und dann chargen wir rein. Das könnte funktionieren. Also brechen wir das nochmal ab. Oder vielleicht hier unten hin. So. Genau. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut.
Und jetzt in den Rücken. Und hier kommt unsere Hilfe von den Levis. Das könnte funktionieren hier. Wie sind wir hier unten? Ja, da sind wir bei 344. Das läuft. Die Stadt ist groß und gut verteidigt, muss man mal sagen. Kriegt ihr noch die Flüchtenden? Das wäre schön. Puh, Leute, Leute, Leute. Heikel ist das. So. Jetzt kommt, dreht euch um. Ja, sie drehen sich um. Und jetzt chargen wir von hinten rein. Ja, der Charge war schon mal erfolgreich. Ihre Formation ist gebrochen. Ich weiß gar nicht, können wir rausgehen wie in anderen Spielen? Ja, das geht. Offenbar geht das. Ja, zumindest teilweise. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die Moral ist hinüber. Die Moral der Volsker ist gebrochen. Sehr schön. Aber unsere Reiterei, die bekommt auch ziemliche Verluste ab. Knappes Ding, muss ich mal sagen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal auch mit den Levis noch raus, damit wir hier noch helfen können, als Fernkampfunterstützung. Jawohl, wir haben sie besiegt. Wir haben sie besiegt. Das war eine knappe Aktion, muss ich mal sagen. Jetzt brauchen wir aber hier wirklich Erholung. Uiuiui. Aber wir haben auf jeden Fall Erfahrung auch mit den Speerleuten gewonnen. Gehen wir zurück rein. Hier auch. Ich weiß nicht, oder greifen wir die Stadt an? Aber da ist ja jetzt gerade Verstärkung schon wieder gekommen. Wir gehen mal vorsichtig mit den Levis vor. Uiuiui. Ui, ui. Aber auf jeden Fall sind wir so weit, dass wir hier eine Brücke bauen können. Quatsch. Das ist, glaube ich, jetzt möglich. Dafür müssen wir sie aber auch anschließen. Und zwar machen wir das mal hier ran. Gut. Wie sieht eigentlich das Lager aus, das wir hier noch abreißen konnten? Wo war es nochmal? Gleich hier oben. Da sind schon wieder 200 Holz. Ist das bitter? Kann man noch irgendwo Holz ausgeben? Nee, hier haben wir schon 40, hier haben wir 20. Lass uns hier nochmal was ausbauen. Haben wir schon. Okay, können wir vielleicht hier in der Stadt was ausbauen? Können wir auch nicht. Nee, das Lager mit 200 Holz will ich nicht abreißen. Oh, wir haben minus 24, sehe ich gerade. Gut. Was ist hier passiert? Anzium ist nicht mehr in unserer Hand. Jetzt ist tatsächlich das geschehen, was ich gesagt hatte. Es gibt Revolten. Wenn die Moral so weit unten ist... Ach du Schreck. Okay. Gut, Leute. Dann lasst uns... Deswegen haben wir auch Minus. Hatte mich schon gewundert, wie das kommt. Dann müssen wir hier tatsächlich Leute zurückschicken. Ah ja, ich hätte die Speerkämpfer da nicht rausholen sollen. Oder ich hätte hier so einen Nightwatch bauen müssen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber die haben ja null Anbindung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt Truppen entstehen. Aber ein bisschen blöd ist es doch. Aber die Erfahrung haben wir jetzt gemacht. Hatte ich noch rumgewundert, wie das wohl ist mit den Revolten. Aber das könnte mir auch mal irgendwie gesagt werden. Ne? Also das ist ein bisschen doof, wie ich finde. Dass wir jetzt hier einfach so eine Stadt verlieren. So, was wird jetzt hier gecaptured? Achso, Einheiten? Genau, die Defeated Volsky. Sehr gut. Die schicken wir zurück ins Lager. Und hier gucken wir mal, was hier los ist. Okay. Sowas aber auch. Verlieren wir Anzium wieder. Das kann ja nicht wahr sein. Aber wir sind hier schon auf der Hälfte. Das ist gut. Und offenbar gibt es auch keine Verteidiger mehr in der Stadt. Auch das ist erfreulich. So. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir schon ausreichend Sklaven. Die schicken wir dann hier hin. Puh. Huhuhuhu. Und hier? Was ist hier nun in der Stadt? Okay, hier die Hopliten, die bauen sich wieder auf. Nee, hier können wir keinen Angriff wagen. Wir gehen zurück ins Fort und müssen uns erstmal hier selbst verstärken. Aber wir haben hier schön viele Sklaven bekommen, die wir dann später gleich für die Minen einsetzen werden. Die schicken wir hier rein. Okay, alles klar soweit. Gut, Freunde. Also,
Wir haben auf jeden Fall den Angriff hier oben erfolgreich abgewehrt. Hier unten sind wir noch beim Belagern. Derzeit sieht es so aus, als ob wir es schaffen könnten. Allerdings haben wir Anzium wieder verloren durch eine Unaufmerksamkeit und durch Unwissenheit. Das war schlecht. Achso, hier sollten wir wenigstens das nochmal so anschließen. Aber ich hoffe, das ist nur ein kleiner Rückschlag. Das sollte eigentlich zu beheben sein, dieser Verlust. Gut, liebe Freunde, es bleibt spannend. Wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.